Moin Freunde, Shane TSG TV und willkommen zu einer spontanen Folge Shane Shopped. Und ja, ich wollte eigentlich morgen einkaufen gehen, aber ich denke mal, wenn ich das heute erledigt habe, dann ist das gleich hinter mir und ich muss eigentlich sowieso einkaufen. Und das Wetter geht auch gerade klar, Freunde. Und morgen ist wieder Andrang. Ihr wisst, wie das ist zum Wochenende. Das ist einfach nur räudig. Da macht Einkaufen keinen Spaß. So Freunde, mittlerweile ist es wieder kurz nach zu spät. Freunde, da sind wir wieder. Das kommt auf den Boden hier. Ach. Alter fucking Schwede. Ja, wir fangen mit dem tiefgekühlten an sozusagen. Scheiß doch, nehmen wir den doch runter. Und zwar gibt es, war im Angebot schon wieder. Na gut, diesmal im Netto. Netto und NP wechseln sich immer ab, was Angebot angeht. Ist ja auch ein Partner der Edeka. So. Auch alles Tochterfirmen oder wie man das auch immer nennen möchte. So. Originale Steinofenpizza Thunfisch. Steinofenpizza in Anführungsstrichen. Ja, ihr wisst Bescheid. So, dann XXL Knusperdinos zum selben Preis. Mega geil, schön Hähnchen. Oh, das schmeckt wirklich, also das ist wirklich episch. Schmeckt einfach nur geil. Dass es nichts Gesundes ist, wissen wir alle. Aber ja, ihr wisst Bescheid. So, dann haben wir schöne. Wundervolle Celosia, ich hoffe man spricht die richtig aus, oder Kelos, ne Celosia, ja. Mega nice für 1,99. Kommt ein bisschen zur Optik, ja, ins Fensterbrett etc. Und zwei Koniferen für 1,99 je Stück, also diese Celosia und zweimal Koniferen, eins und Nummer zwei. Mega nice, oder? Schön, ein paar Blümchen sind immer gut, Freunde der Sonne. So, ja, weiter geht's. Hallo? Ja. So, dann haben wir einmal Kokosfett. Das nehme ich immer mal zum Braten. Wie gesagt, ich wechsle nämlich immer ab, was, ja, entweder Öl oder Kokosfett oder etc. Kommt drauf an. Wie gesagt, ich bin nicht einer, der immer dasselbe hat oder so. Ich muss ein bisschen Abwechslung haben, sonst wird es langweilig. Man sieht es ja auf meinem YouTube-Kanal. Zurzeit hat sich das alles so ein bisschen festgefahren, sage ich mal. Ich mache normalerweise viel mehr durcheinander. Es ist eigentlich gerade sehr eben, nenne ich es einfach mal. Ja. Und mal gucken, wie es weitergeht. Lost Place kommt übrigens Sonntag online. Es werden zwei Teile, seid drauf gespannt. So, weiter geht's. Gemüsemais. Einmal drei. Und 2x3. Ja, die Scheiße verfällt nicht, alles top. Esse ich mega gerne, ich bin ein absoluter Maisfreak. Ich liebe das Zeug über alles. Und ich brauche diese kleinen Büchsen. Ich hätte auch eine große geholt. Aber diese kleinen Büchsen sind am besten dosierbar fürs Essen. Ja, ist ja logisch. So, dann nochmal, weil es so geil war, Spekulatius in Mandel. Also, das ist echt übelst geil. Mega nice, viel besser als dieses große Paket davon. Vor allem Angebot habe ich mir deswegen mitgenommen. Ferdi Fuchs Würstchen. Ja, ist eine Erinnerung aus der Kindheit, mega lecker. Ich feiere das Zeug übelst. Kann man mal machen. 5x Knoppersriegel, 50 Cent billiger. Mitgenommen. Fuck off. Dann eine Biomilch. Richtig geil, 1,05 Euro. Kann man mitnehmen. Dominosteine. Wieder mal mitgenommen. Also hatten wir im Shane Shop war es glaube ich nicht drin, aber ich habe die schon mal dieses Jahr probiert. Die sind echt gut. Mega nice. Extra nicht so viel geholt, ja. Wenn ich jetzt mehr geholt hätte, also wenn ich jetzt große Packen geholt hätte, dann hätte ich die auch alle aufgefressen und deswegen habe ich lieber bloß ein kleines geholt. Dann ein bisschen Putenfleisch. Es gab zwar 500 Gramm im Angebot für denselben Preis, ich habe aber 400 Gramm genommen, weil ich, naja, das Fleisch hier spricht mich optisch ein bisschen mehr an als das, was ich da gesehen habe. Kann auch bloß eine Einbildung sein. Im Großen und Ganzen ist das Abgepackte sowieso Shit, ja. Also wenn, dann kauft sowieso vom Fleischer, aber mal geht das klar. Ich werde sowieso noch was vom Fleischer holen, denke ich. Weil heute ist nämlich Charaktertag. Heute ist nämlich Donnerstag.
Und dann, Netto hat es endlich kapiert, palettenweise Lipton-Eistee. Ich werde behindert, Alter. Ich habe noch nie den Zero getrunken. Deswegen 4 Büchsen Lipton Zero Sparkling. Übelst geil, Alter. Sparkling beste. Und weil man auf 4 Beinen nicht stehen kann, Freunde der Sonne, wird ein bisschen wackelig. Deswegen haben wir 8 Büchsen geholt. 4x normal und 4x Zero für 49 Cent pro Büchse. Übelst geil, Alter. Richtig nice, Mann. Ey, Lipton Sparkling beste. Alter. Es gibt nichts über Lipton Sparkling. Einfach der Geschmack von früher ist genau dasselbe. Mega geil. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung den alten Lipton davon, damit ihr mal seht, wie der aussieht, wie der bei mir früher aussah in meiner Kindheit. Mega nice. Eigentlich genau dasselbe. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. So. Und zweimal Nussriegel zu je 79 Cent kostet ja einer, glaube ich. Mega geil, ist richtig geil fürs Frühstück so. So ein Nuss-Honig-Riegel geht voll steil. Und somit haben wir eine Summe von 26,82, ja, war uns. 26,82, mega nice. Richtig geil. Freunde, es geht zur zweiten Station. Ab in den NP. Let's go. So, Freunde, ein schneller Cut. So muss es sein. Nicht lang schnacken. Auf geht's. Let's go. So, Freunde. Boah, Junge. Jetzt kommt der etwas gesündere Teil, kann man sagen. Oder kann man nicht nur sagen, ist so. Wir fangen an mit gehacktes. 400 Gramm gehacktes, frisch vom Fleischer. Einfach nur übelst geil. Gönnung. Mega nice. Was ich daraus mache, ich weiß es noch nicht. Vielleicht gefüllte Paprika oder ich mache das einfach so. So, ja, wie so eine Bolognese oder irgendwie so ein Polter, ich weiß es noch nicht. Zwei schöne rote Paprika. Mega nice. Gönnt euch die Optik. Ich finde diese Deutschlandfahne, das ist ja überflüssig. Genau wie eigentlich auch diese Plastiktüte, aber naja, gut. Da musst du flexibel sein. So, dann einen schönen, heißen Salat. Ich werde mir heute schön knackigen Salat machen mit so ein bisschen Hähnchenfleisch braten oder so. Mal schauen. Und dazu gibt es dann diesen Joghurt mit 0,1% Fett. Das ist richtig geil. Viel besser als Dressing. Ich habe euch das schon mal in den Videos erklärt. Beziehungsweise gezeigt, wie ich so meine Dressingsoße und so weiter mache. Und ja, das mache ich dann immer mit diesem Joghurt. Wer das noch nicht gesehen hat, klickt einfach mal in die Registrierungskarte oder in die Infocard, heißt das Teil, und schaut sich mal den Salat an und da seht ihr dann auch das Dressing. Gönnt euch das. Ist lohnt sich. Es ist lohnt sich. Real Talk. So, ja, wieder ein Pott, frisch Petersilie, mega geil. Schön Petersilie streicheln, oh. Kommt auch schön mit an Salat ran und ja, ein bisschen Kräuterbutter machen, wenn keine mehr da ist. Also ich habe jetzt noch welche. Ich bin zurzeit, ihr wisst, auf dem Kräuterbutter-Hype des Todes. So muss es sein. So, ein Wolwig. Zwei Wolwig. Beste. Beste Wasser ever. Gibt nichts Geileres. Also Wolwig ist wirklich das Geilste. Ist den Preis auf jeden Fall wert. Dann eine Gurke. Für den Salat. Dann eins. Und Numero 2 Budweiser. Richtig nice. Budweiser zum Grillen oder so. Immer mal so ein Bierchen und ja, zum Saufen und Ablöschen. Richtig geil. Budweiser auch richtig geile Marke. Kannst du nichts falsch machen. Dann ein Unschuldsengel. Das ist einer der geilsten Soßen ever von Kühne. Diesmal nicht von Knorr. Und ja, das ist einfach nur mega geil. Das ist eine fruchtige Mangosoße mit Chutney. Also Mango-Chutney. Chutney ist immer so ein bisschen schön. Das ist praktisch süß und scharf. So richtig geil. Richtig nice Soße auf jeden Fall. Und eins. Zwei Ananas für je 1,11 Euro. Übelst geil. Werde ich mir jetzt zwischendurch reinknallen oder so. Mal schauen. Ja. Übelst geil. Morgen zum Frühstück eine und heute zum
Nachmittag, Abend, was auch immer. Mal schauen. Richtig geil. Freunde, das war Shane Shop. Ich habe für das Ganze ca. 14,26 Euro bezahlt. Ich habe den Kassenzettel leider nicht bekommen, beziehungsweise ich sage da immer nein. Und deswegen haben die bestimmt gedacht, ich will den nicht. Ist auch egal, wir sind rund bei 14,26 Euro mit Kaktus. Mega nice. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir machen es kurz und knapp. Und ich sage, Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Und auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Bis denn dann.